Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu Fidikados World Plug-in Tutorials. Heute mit dem Tutorial DTL Traders. Und zwar ist es eine Erweiterung für Citizen 2, wurde schon oft erfragt. Und jetzt ist es endlich soweit, jetzt konnte ich das Tutorial endlich machen. Eine Variante ist dieses TDL Traders. Also ich wurde oft gefragt, ein Trader-Tutorial über Citizen 2 zu machen. Es gibt zwei Varianten. Eine Variante ist DTL Traders, die andere Variante ist City Traders. In diesem Tutorial zeige ich euch das naheliegendste Plugin, das auch auf Citizen 2 gezeigt wird. Das ist DTL Traders. Was ist eigentlich das DTL Traders? Damit könnt ihr eure mit Citizen 2 installierten eingerichteten NPCs zu Händler machen. Diese Händler, den gebt ihr irgendwas in die Hand oder ins Fach und das verkaufen die dann, oder ihr könnt auch einstellen, dass die Leute das verkaufen können, was ihr den Händler halt eingestellt habt. Zum Beispiel, ihr habt dem Händler Tomaten in den Rucksack gesetzt und er darf nur noch Tomaten kaufen, dann wird auch diese, können Spieler hingehen und ihre Tomaten verkaufen, ähnlich wie die Shops, die es so gibt, halt nur mit NPCs. So, ja, und in diesem Tutorial zeige ich euch natürlich, wie man das Ganze einrichtet, installiert und die Permissions einträgt. Was ihr auf jeden Fall für dieses Plugin wahrscheinlich brauchen werdet, ich empfehle es zumindest, ist das Plugin Vault, also V-A-U-L-T. U-L-T, nicht O, sondern U-L-T. Ich denke mal, das ist ein wichtiger Bestandteil. Steht zwar nicht dabei, aber ist hilfreich, glaube ich. Grundsätzlich braucht ihr natürlich das Plugin Citizen 2. Das ist ja das Hauptplugin dafür, um die Erweiterung installieren zu können. Ja, alle Informationen, auch die zusätzlichen Plugins wie Builder oder was es jetzt noch kommen wird, wird es immer in der Beschreibung geben. Bei den Citizens Tutorials ganz unten einfach runterscrollen, dann findet ihr die ganzen Links zu allen Citizens Tutorials, die ich gemacht habe. Und ja, ihr könnt euch eine schöne kleine Welt erstellen mit euren NPCs und ich hoffe, ich kann dabei helfen. So, auf jeden Fall jetzt viel Spaß beim Tutorial. So, jetzt geht's los mit der Installation. Wir befinden uns hier auf dev.bugit.org. Den Link zu dem Plugin direkt gibt's unten in der Beschreibung. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr direkt hier auf diese Seite. Ihr seht hier, es gibt DevBuilds 3.0, diese bitte nicht beachten, weil die DevBuilds nicht mit den Befehlen funktionieren, die ich euch jetzt hier im Video zeigen werde. Beziehungsweise, ich weiß nicht warum diese nicht funktionieren, vielleicht gibt es da jetzt wieder neue Befehle. So, wer die Befehle nochmal nachlesen kann, kann hier in den Commands alle Befehle nochmal aufgelistet bekommen. Die Banker-Befehle funktionieren momentan nicht in dieser Version. Ihr seht hier 2.5.0, die hat er offenbar nochmal rausgenommen, weil die nicht so funktioniert hat, aber bei der 2.4.4 funktioniert es genauso, wie es da steht. So, also, um die Datei runterzuladen, einfach hier auf Download, dann haben wir die Version 2.4.4 und dann hier nochmal auf Download, dann wird die Datei runtergeladen, alternativ hier unten auch noch auf den Link klicken. Wenn ihr die Datei runtergeladen habt, könnt ihr die auf den Server in eurem Plugins-Ordner hochladen. Ich muss jetzt gerade mal FileZilla starten, weil mein Server im Internet ist, bei einem Hoster. Und ja, so, wir gehen in den Plugin-Ordner rein, Plugins-Ordner rein, dort schieben wir die Datei rein und starten den Server neu. In dem Fall entsteht dann ein neuer Ordner. Ich weiß nicht, ob bei euch auch der DTL Citizens Trader Ordner entsteht, wahrscheinlich auch. Wenn nicht, entsteht bei euch auf jeden Fall der Ordner DTL Traders. Wenn ihr da reingeht, habt ihr drei Ordner und zwei Dateien. Für uns ist wichtig eigentlich nur die Konfigurationsdatei. Die Pattern-Datei erkläre ich hier in diesem Tutorial noch nicht, weil das zu eher zu dem anderen Art, also man kann, ich erkläre es euch dann später. So, dann uns interessiert die Lokale, das ist die Sprachdatei. Dort müsst ihr euch jetzt die deutsche Datei runterladen. Da geht ihr wieder auf die Seite, geht jetzt eins zurück. Und ihr seht hier die verschiedenen Sprachen, Polnisch, Russisch, Deutsch, ZH, was das auch immer bedeuten mag, und Italienisch. Auf Deutsch klicken wir drauf, dann kommen wir auf die nächste Seite. Da ist dann
Oh, diesmal nicht. Okay. Wenn wir hier auf Deutsch klicken, dann kommt offenbar direkt der Download. Dann haben wir eine Datei namens lokale.de. Diese schieben wir dann direkt in diesen Ordner rein und löschen die lokale.en. So, und dann gehen wir in den Konfigurationsordner, den öffnen wir. Ich in meinem Fall nutze Notepad++. Ich zeige euch im Nachgang auch noch, wie man das bei einem Hoster macht. Also bei meinem Hoster jetzt getvisible.de kann ich es zeigen. Ihr müsstet das halt verständlich übertragen auf eure eigenen Hoster. Oder wenn ihr auf getvisible seid, dann ist es ja noch einfacher, dann übernehmt einfach das, was ich euch zeige. So, jetzt ändern wir hier die lokale.en um in lokale.de. Alles andere bleibt so, wie es ist. Kurze Erklärung zu den Sachen hier. Die Wands, das sind die Tools, mit denen man irgendwelche Einstellungen also mit dem macht. Zum Beispiel jetzt der Stick hier. Das war dafür da, dass ich die NPCs anklicke und welche Einstellungen mache, die Settings. Oder war das die Tools für Settings? Ja, der Stick. Ich weiß es jetzt nicht. Müsst mal halt gucken. So, dann hier sind so ein paar Trader-Einstellungen, wie die Dateien heißen. Welche Items da eingezeigt werden, das sind halt diese Wolle-Dinger. Da würde ich auf keinen Fall Änderungen machen. Das ist eigentlich so gut genug, wie es ist. Dann gibt es halt hier noch ein paar Änderungen von Preisen. Das ist halt für das Bankteil des Plugins, aber das Bankteil funktioniert, glaube ich, nicht so, wie es soll. Aber man könnte hier jetzt Zinsen einstellen, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber das machen wir jetzt nicht. Ansonsten können wir hier das Locking noch aus- oder anmachen, wenn es unbedingt sein muss. Ich lasse es immer an, weil ich sehen will, ob irgendwelche Fehler passieren. Wenn ihr kein Loggen haben wollt oder ob jemand irgendwie was ausgenutzt hat, einen Fehler ausgenutzt hat, dann kann ich das hier nachgucken. Wenn ihr es auf Fails stellt, dann habt ihr keine Logdatei und der Server wird geschont. So, das sind die Einstellungen. Wenn wir die gemacht haben, wird die Config wieder hochgeladen, Konfiguration wieder hochgeladen. Und wir können den Server nicht neu starten, sondern brauchen einfach nur einzugeben, Schrägstrich Trader Reload und dann wird es geladen. Oder wenn das Reloaden bei euch nicht so gut klappt, dann einfach den Server neu starten. Danach sind alle Einstellungen übernommen. Ihr habt ein deutsches Trader-Plugin installiert und damit geht es dann los. Jetzt müssen wir aber die Konfiguration einstellen. Dafür gehen wir in die Permissions einstellen. Grundsätzlich, die Permissions sind nur notwendig, wenn ihr jemanden habt, der das machen darf, also NPCs erstellen darf. Wenn ihr natürlich das als ob macht, dann braucht ihr die Permissions nicht unbedingt einzustellen. Dafür gehen wir in Permissions X in meinem Fall. Ich habe Permissions X installiert. Gehen in die Permissions-Datei .jml, öffne die und bearbeite diese. Wie man das Ganze auch auf GetVisible macht, das zeige ich euch auch jetzt im Nachhinein. So, jetzt gucken wir erstmal nach, wo sind die Permissions? Hier steht Permissions. Dahinter sind natürlich alle Permissions des Plugins versteckt. Kurz erklärt, die DTL Trader Options, das sind die Permissions, um die Befehle oder die Einstellungen für Sell und Buy einzustellen zu können. DTL Trader Typs, da habe ich ja eben gesagt, ich zeige euch die Patterns nicht, weil man die nicht wirklich braucht für das, was wir jetzt mehr machen. Aber wenn ihr zum Beispiel den Typ Market habt, dann müsst ihr entsprechende Patterns einstellen. Was das genau ist, kann ich euch leider nicht erklären, weil es bei mir nicht funktioniert hat. Falls ihr Player Trader machen könnt und Market Trader machen könnt, dann oder ein Tutorial darüber, aktuelles Tutorial darüber findet, dann sagt Bescheid. Dann kann ich mir das mal anschauen und ausprobieren. Ansonsten die Art, die wir hier im Tutorial sehen, sind die DTL Trader Typ Server. Das sind die Standard-Trader. Da geht es halt einfach darum, dass man. Ja, werdet ihr halt jetzt im Tutorial noch sehen. Dann die Tiers, die brauchen wir jetzt nicht als Permissions. DTL Traders Wallets, das sind die Einstellungen, ob das Konto halt sozusagen. Man kann jetzt einstellen, ob dein PC ein eigenes Konto hat, ein Owner, eine Bank oder unendlich. Ihr werdet im Tutorial jetzt sehen, dass das alles nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Haupt Infinity funktioniert und Owner und NPC funktionieren auf jeden Fall. Das sind jetzt nur die Permissions, dass man das auch einstellen darf. Nicht für die NPCs hat es, mit den NPCs hat es hier gar nichts zu tun.
So, Managing, damit kann man die Preise ändern und einstellen. Das ist die Permission dafür. Und die Commands sind natürlich die, dass man die Befehle nutzen darf. Okay, jetzt laufen wieder unten Leute rum. Stört euch bitte nicht dran. So, dann kann man natürlich hier noch den Bypass einstellen. Witzig ist ja, wenn einer im Creative-Modus ist, kann er den Händler natürlich nicht benutzen. Ist ja klar, wozu auch. Er kann ja auf alles zugreifen, er will dann unendlich Geld herstellen. Deswegen gibt es eine Einstellung, dass man im Creative-Modus nichts verkaufen kann oder kaufen kann. In dem Fall könnt ihr dieses übergehen, indem ihr demjenigen diese Permission hier gibt. Dann kann er natürlich auch im Creative-Modus einkaufen oder verkaufen. Ist meines Erachtens nicht wichtig, deswegen habe ich es auch nicht vergeben. So, jetzt gehen wir in unsere Permissions-Datei, die müsste inzwischen hier offen sein, genau. Bemba und so brauchen keine Permissions, um einzukaufen oder zu verkaufen, das geht automatisch. Wie gesagt, wir brauchen nur Permissions, um überhaupt diese NPCs erstellen zu können. Wir gehen jetzt zu meinen Admins, wo sind die denn? Bei mir heißen die P-Owner, das sind die Super-Admins. Und wir geben ihnen jetzt die entsprechende Rechte. Das ist ganz einfach. Minus. So, und dann gehen wir hier am besten die Hauptrechte, also die oben Rechte oben drüber. Da brauche ich nicht alles einzeln einzugeben. Einmal die Options ist ganz gut für die. Die kopieren wir und fügen die einfach ein. Enter, Minus, Leerzeichen. Typs haben wir gesagt, funktioniert nicht. Deswegen brauchen wir erst gar nicht die Einstellung zu nehmen. So. Wallets nehmen wir und dann noch das Managing. Fügen wir auch noch ein. Und Trader Command. Da. Trader Command fügen wir noch ein. Minus vergessen, Leerzeichen. So. Bypass, das machen wir nicht. Auch die Admin soll nicht per. Auch meine Super-Admin soll natürlich im Creative nichts verkaufen können. So, so, okay, das war's. Das Ganze wird jetzt zugemacht in meinem Fall und es wird auch hochgeladen. So, wenn ihr den Server jetzt noch schon wieder am Laufen habt, dann braucht ihr ihn jetzt entweder nicht neu starten, sondern gebt einfach ein, zeige ich, ja, gebt einfach ein Schrägstrich Packs Reload und dann wird das alles neu geladen. Alternativ könnt ihr den Server natürlich neu starten. So, die anderen Permissionen hier unten steht hier, dass die nicht funktionieren. Also brauchen wir uns die nicht weiter anzusehen. Vielleicht mit der 3.0-Version dann wieder. Ja, nachdem wir die Permissionen jetzt eingetragen haben, ist eigentlich soweit alles eingestellt. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr das Ganze über den Webbrowser einstellen könnt, also über Webinterface. Dafür gehen wir zu meinem Hoster, getvisible.de, und stellen dort das alles. Zeige ich euch das alles jetzt nochmal. Wer das überspringen will, kann jetzt vorspulen. So, wir sind jetzt hier auf GetVisible auf dem Webinterface. Zunächst einmal müsst ihr auf euren Game-Server gehen. Dann geht ihr hier auf eure IP. Und wenn ihr auf der nächsten Seite seid, geht ihr auf FTP-Browser. Dort angekommen haben wir etwas runtergescrollt. Und dort finden wir jetzt die Plugins-Ordner. Da können wir jetzt reingehen. Und im Plugins-Ordner suchen wir jetzt die Konfigurationsdatei zunächst für DTL. Da. So. Und ja, da gehen wir jetzt in die Konfigurationsdatei. Hier gehen wir einfach config.jml bearbeiten. Und damit haben wir jetzt hier die Konfiguration, die wir eben auch gesehen haben. Die lässt sich hier genauso bearbeiten, wie ich euch gezeigt habe. Dann auf Speichern und dann ist er gespeichert. Das Ganze gehen wir jetzt auch zu Permissions X, einfach in Plugins rein. Dann zu den Permissions X. Dazu scrollen wir ein bisschen runter. Gehen da rein. Da haben wir unsere Permissions JML. Da auch wieder auf Bearbeiten gehen. Und da haben wir die ganzen Permissions. Wenn ihr es hier eintragen wollt, genauso geht einfach an die Stelle, wo ihr sein wollt. So, an letzte Stelle, drückt Enter. Leerzeichen, keine Tab, bitte, keine Tab-Zeichen, nur Leerzeichen. Dann das Minus, Leerzeichen und dann Steuerung V. Und damit wird es auch reinkopiert, so wie ich es gerade gemacht habe. So, ich mache jetzt das mal weg. Das ist auch noch weg. Und jetzt gehe ich auf Speichern, dann wird es gespeichert.
Und damit wird es verändert und jetzt braucht ihr eigentlich nur den Server zu reloaden oder zu neu starten. Wenn ihr erst schon hier seid, geht ihr einfach auf den Server, macht Restarten und schwupps ist alles eingestellt und jetzt genauso schwupps geht es auch jetzt ins Ingame. Wir wollen ja jetzt erst endlich die NPCs erstellen, das ist auch das Wichtigste, deswegen seid ihr ja hier. Also, ab ins Ingame. Ja, hallo Leute, wir befinden uns jetzt hier im Ingame auf meinem Server. Hier ist schon alles installiert, wie ihr es gerade im Vornherein gesehen habt. Hier sind wir auf meinem Marktplatz. Wie ihr seht, fehlt natürlich noch eine Person und die werden wir jetzt gemeinsam hinstellen. Aber zunächst möchte ich euch zeigen, wie diese Trader funktionieren. Erstmal hier haben wir die Obsttante, die aus sehr männlich aussieht, fehlt nur noch der Bart. Ja, die verkauft Äpfel für 0, richtig billig. Dann haben wir den Kuchenbruder, der verkauft Kuchen und Cookies für 0 Euro, 0 Geld, 0, was auch immer. Und dann haben wir hier den Fleischhändler namens Babbo. Ha, jetzt weiß ich, wo der Babbo ist. Okay. Oder wer ist er? Das ist nämlich er. Okay, wir fangen an. Den ersten Befehl, den ihr kennen müsst, ist Trader. Create. Und dann irgendeinen Namen. Wie nennen wir den ersten Händler? Einfach Bauer. So, der Bauer. Okay, hier haben wir einen Bauer. Was verkauft ein Bauer so? Ja, gucken wir mal. Nehmen wir vielleicht ja, Blumen. Nein. Ja, ein Bauer verkauft Blätter. Richtig, ja, ausnahmsweise mal. So, und jetzt gehen wir hier rein. Rechtsklick. Mit Rechtsklick, mit diesem Stäbchen, Stick, kommen wir in den Bearbeitungsmodus für, also kommen wir in den erstmal lernen zu sprechen, dann sehen wir weiter. Ja, wenn wir da drin sind, in den Bearbeitungsmodus, dann irgendwas anderes in die Hand nehmen und Rechtsklick und dann sind wir im Stock, im Verkaufsstock. Dort könnt ihr alles reintun. Also Verkaufsstock von unserer Seite aus gesehen. Nee, warte mal, von ihm aus gesehen. Von unserer Seite ist es der Kaufstock, das heißt, wir können dort kaufen. Ja. Es ist ein bisschen quer gedacht, das Ganze mit dem Übersetzen, weil wenn ihr in den hier, man kann in den Kaufstand wechseln und in den Verkaufsstand. Der Kaufstand ist von unserer Seite aus gesehen da, wo wir das Zeug kaufen, und der Kaufstand ist da, wo wir das Zeug verkaufen. Von dem NPC her gesehen ist das genau umgekehrt, deswegen muss man ein bisschen, wenn man logisch denkt, anders denken. So, wir sind im Verkaufsstand, hier sind wir richtig, hier wollen wir das Zeug reintun, das verkauft werden soll. Wir nehmen jetzt ein paar Blätter, so, ihr seht im Chat steht, Gegenstand wurde aktiviert, Gegenstand wurde hinzugefügt, Gegenstand wurde aktualisiert. Das bedeutet, wenn das die drei Sätze drinstehen, dann hat es geklappt. Also immer gucken, dass das drinsteht, wenn es nicht drinsteht, dann hat es nicht geklappt, dann müsst ihr es wiederholen. So, ihr seht hier, jetzt hat es nur, doch hat es, okay. So, jetzt wechsle ich einfach mal und wenn da nichts passiert, also das Blatt entsteht dann wieder hier unten, es hat alles super geklappt. Was passieren kann, wenn es nicht klappt? Ich nehme es jetzt mal mit. So, ich tue es mal hier hin. So, und dann tue ich es da rein. So. Also es klappt auch so jetzt gerade. So, aber das Wegnehmen hat jetzt nicht geklappt. Ihr seht, es ist wieder da. Und es verdoppelt sich. Wie wunderbar. So, das Wegnehmen hat wieder nicht geklappt. Also ich wechsle jetzt wieder. So, ihr seht, es ist wieder da. Und ich habe noch eins in der Hand. Also es ist irgendwie was ganz buggy. Sehr buggy, aber trotzdem funktioniert es für mich im Verkaufen. So, jetzt nehmen wir es raus. Er steht jetzt, Gegenstand wurde aktiviert und jetzt mache ich es darin. Gegenstand wurde entfernt. Erst dann wurde der Gegenstand wirklich auch entfernt. So, natürlich müssen wir das Ganze auch einen Preis geben. Also, gehen wir in die Preisverwaltung, einfach hier draufklicken und wichtig aufpassen, das wechselt automatisch irgendwie in den Kaufstand, warum auch immer. Also immer, wenn da jetzt steht, Gegenstand aufgenommen, dann ist es, ja, dann müsst ihr wieder wechseln. So, es gibt viele Möglichkeiten, jetzt einen Preis zu vergeben. Einmal, ihr nehmt irgendeinen Gegenstand, außer die vier, die fünf, die ihr hier seht. Nehmen wir mal einfach eine gelbe Wolle und klicken jetzt auf das erste Rechtsklick. Ihr seht, 0, nee, Linksklick. Linksklick gibt immer plus 1. Rechtsklick immer minus 1. Bei jedem Gegenstand, egal welchen, außer bei den 5. So, dieses Lockblock nennt sich das auf Englisch. Baumstamm, glaube ich, auf Deutsch richtig übersetzt. Wenn ich mit dem jetzt links klicke, dann erhöht sich der Preis um 0,1. Rechtsklick, minus 0,1. So, dann haben wir hier Wooden Blanks. Diese erhöhen den Preis um
0,01, 0,02 und also wenn ihr so dreistellige Zahlen haben wollt, ist das super geeignet, die zwei. Ich brauche die persönlich nicht. Aber Dirt ist auch ideal, ist 10. Die 10er Schritte. Rechtsklick, 10er minus 10. Dann haben wir Cobblestone, das ist 100. Minus, Rechtsklick, minus 100. Stone ist 1000, glaube ich. Ja, nee, sogar mehr als 1000. Offenbar 10, ja, 10.000. Naja, und was ist der Zwischenschritt? Okay, falls ihr ganz große Zahlen verwenden wollt, vielleicht bei Diamanten, müsst ihr Stone nehmen. So, jetzt haben wir den Preis auf 1 gesetzt für das 1-1. Das kann man bei anderen auch weitermachen. So, ihr seht, es gab gerade keinen Fehler, den ich gesagt habe. Manchmal passiert es, wenn ich jetzt hier einen anderen aufhebe, da steht, ah, hier steht, Gegenstand wurde aktiviert. Okay, das heißt, ich bin jetzt wieder im falschen Modus. Den Gegenstand muss ich halt wieder weglegen und hier gucken, dass ich wieder in den richtigen Modus komme. Einfach auf Stand und dann Preis und dann bin ich wieder richtig. So, das reicht mir aber jetzt erstmal. So, jetzt können wir den Verkaufsstand sozusagen aktivieren oder zumachen. Wir machen Rechtsklick, also wurde deaktiviert, der Bearbeitungsmodus. Jetzt komme ich ganz normal als Besucher hin. Wenn ich hier draufklicke, kann ich jetzt hier einkaufen. Wenn ich jetzt hier ein draufklicke, habe ich einen Gegenstand gekauft. Und da steht da, du hast den Gegenstand erfolgreich gekauft. Verkaufen funktioniert natürlich jetzt noch nicht. So, jetzt wollen wir aber einen Verkaufsstand noch machen. Der Bauer soll natürlich auch Sachen verkaufen können. Was soll er verkaufen? Sagen wir mal, ankaufen, sagen wir es so rum. Was soll er denn ankaufen? Ich denke, eine gute Idee sind Samen. Jetzt meine ich aber Baumsamen. Ne? So, jetzt kriegen wir wieder mit Rechtsklick mit dem Stick drauf, gehen wieder mit dem anderen Hand so rein und gehen in den Verkaufsstand, genau. So, und da nehmen wir jetzt diese Saplings so, und tun sie rein, wobei man einzeln, ja, na gut, doch, das klappt. So, und das sind jetzt die Verkäufe. Wie viel soll er denn dafür nehmen? Dann gehen wir hier auch wieder in die Preisverwaltung. Klicken jetzt, ja, nehmen natürlich, bei Saplings ist das eher so 0,01, dann nehmen wir das hier. Für ein Sapling soll er 0,05 nehmen, denke ich mir. Ist ein guter Preis. So, bei dem klicken wir auch so drauf. Und fertig. So, jetzt müssen wir wieder den ändern. So, wir sind wieder da und ihr seht, jetzt können wir den wieder aktivieren. So, jetzt brauchen wir aber einen Sapling für mich. So. So. So, jetzt habe ich ein bisschen im Inventar. Und jetzt gehen wir einfach mal hin. Rechtsklick und gehen in den Kaufstand. Haben jetzt Sapling, die sind hier für 0,05. Jetzt kann ich hier unten einfach klicken. Klick, um zu verkaufen. Ganz normal Linksklick. Und schwupps wird der Gegenstand verkauft. Wichtig ist zu wissen, wir nehmen jetzt mal mehr Saplings und nehmen wir mal mehr. So geht das. Okay. Nehmen wir jetzt mal einen ganzen Stack. Gehen jetzt wieder hin zum Händler. So. Ihr braucht noch nicht mal das Fenster zu wechseln. Das, dadurch, dass es schon zum Verkauf, nur zum Gucken, aber da es schon drin ist, müsst ihr einfach nur auf die Sachen gehen und ihr werdet sofort sehen, aha, das kann man hier verkaufen, das nicht. So, hier. Stack per Preis. Klick, um zu verkaufen. Ihr seht, was? Einer von euch hat kein Geld mehr, hat. Das ist ja eine geile Übersetzung. Einer von euch hat kein Geld mehr, hat. Halt, ey, Bruder. Ich nicht. Ah, der Bauer ist nicht aus Deutschland. Ja, okay. Gut, das liegt daran, dass der Bauer jetzt so eingestellt ist, dass er nur das verkaufen kann, was er auch hat. Das ist eine Einstellung, die man machen kann. Also an Geld hat, deswegen müssen wir erstmal dem noch was abkaufen, bevor wir hier loslegen. Moment, Rechtsklick. So, kaufen wir noch ein paar Blätter ab, so, damit er ein bisschen Geld hat. Warte mal, wie viel braucht er bei 64? 0,5, 3, so. Okay. So, jetzt hat er genug Geld. Jetzt gehen wir wieder in den rein und verkaufen jetzt die Saplings und Rechtsklick. So. Linksklick meine ich. Und ihr seht, er verkauft immer den ganzen Stack. Also ihr könnt das irgendwie nicht richtig einteilen. Deswegen teilt euch die Sachen vorher ein und verkauft sie dann. So, ja, ihr wisst ja jetzt dieses Problem mit dem Geld. Ne? Man kann das entweder so lassen, ich finde es ganz in Ordnung, und ihm halt entsprechend erstmal als Admin die Sachen so viel abkaufen, damit er genug Geld hat. Man kann es auch automatisch mal, man kann es auch so machen, zum Beispiel erstmal aktivieren. Dann geht man rein. Dann setzen wir einfach, damit er was hat, irgendwas, hier Creeper Herd ist gut, tun wir das mal da rein.
So, dann gehen wir den Preis am besten hier. Stone. Einmal Dings. 10.000 ist gut. So, als Admin kann man ja jetzt das zumachen. Dann wieder hingehen. Und kann jetzt eben einfach mal zwei von denen abkaufen. So, ab jetzt ist er sein eigener Händler. Das heißt, er hat jetzt 20.000 Einheiten Geld und kann die jetzt entsprechend verwenden. Wenn halt so viele Leute kaufen, dann kann er halt irgendwann nichts mehr verkaufen. Dann wird es wieder Zeit, dass die Leute hier wieder was kaufen. Also wenn man den Händler richtig einstellt, dürfte das eigentlich kein Problem sein. So, ja, man kann das auch auf unendlich einstellen, natürlich, wenn man unbedingt das so haben will. Das geht mit dem Trader-Befehl. Und zwar, so, ja, das Ganze kann man natürlich auch per Befehl einstellen. Wie schon gesagt, das macht man mit, warte mal, jetzt habe ich wieder Trader. Wallet. Das Wallet kann man übrigens auch vorher schon einstellen beim Create. Das zeige ich euch mal schnell. Create, Name der Figur und dann W. Und dann könnt ihr da das Wallet auch einstellen, wenn ihr das vorher schon einstellen wollt. Aber ich mache es im Nachhinein. So, Trader, wenn es klappt. Letztes Mal war es buggy, aber es vielleicht klappt. Trader Wallet, dann Set. Und dann die Art des Wallets. Es gibt ein Wallet Owner. Da kriegt das Geld oder das Geld wird genommen vom Owner. So, mal gucken, du hast keinen Händler markiert. Okay, warte mal. So, markieren. Und nochmal. So, jetzt habe ich das Konto von ihm auf Owner gewechselt. Das heißt, wenn er jetzt was verkauft oder kauft, geht es von meinem Geld, also weil ich den erstellt habe, ab. Ist eine Idee. Wenn die Spieler selber ihre NPCs hinstellen könnten, aber das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Es gibt nämlich eine Variante. Ihr seht, wenn es buggy ist, können die sich unendlich Sachen herstellen. Es gibt zwar eine Variante, die funktioniert aber meiner Meinung nach noch nicht. Ich habe es ausprobiert, hat nicht geklappt. Extra für Player, da klickt man einfach drauf und er verkauft nur die Sachen, die man auch in der Hand hatte. Ja, in dem Fall empfehle ich das wirklich nur Admins zu machen. So, dann Wallet Set Player. Dann kann man einen Player einstellen, egal wen. Mal gucken, ob das einfach so geht. Ja, Player. Ich versuch's mal so. Die Eingabe ist falsch. Trader Wallet Set Player. Ist er vielleicht nicht online? Ich mache mal für die Kado. Nee. Okay, die Funktion funktioniert jetzt auch nicht so unbedingt. Dann gibt es noch die Funktion Private. Das gibt's doch nicht. Trader Wallet Set Private. Dann machen wir Admin. Das geht auch nicht. Infinity. Das geht. Okay, also es funktioniert nicht hundertprozentig alles. Okay, die anderen haben wir ja jetzt übersprungen. Jetzt nehmen wir Infinity. Infinity ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ein unendliches Konto. Das ist wie so ein Admin-Shop, wo man einkaufen und kaufen kann und das Geld niemandem gehört. Also die Auswahl haben wir jetzt gesehen. Owner und Infinity. Und dann gibt's noch einen im Zusammenhang mit Symbol Clans und Faction und Townie, aber da ich das nicht nutze, kann ich das jetzt in diesem Tutorial noch nicht zeigen. Sollte ich es irgendwann nutzen, werde ich das natürlich auch noch zeigen. So, gut, das waren die Wallets, also die Einstellung für das Geld. Benötigt ihr noch was? Lasst mich überlegen. So, kommen wir zur letzten Einstellung. Wie ihr wisst, Rechtsklick, müsst ihr wieder aktivieren, falls noch nicht, oder nochmal, so. Dann nochmal rein. Und die letzte Einstellung ist das globale Verwaltungslimit. Da kann man einstellen, zum Beispiel bei einzelnen Spielern, in welchem Zeitraum, wie viel er einer da was abkaufen kann. Jetzt klicke ich einfach mal drauf. So. Und dann sind wir drin. Und jetzt können wir erstmal hier auf wir machen erstmal den einzelnen Spielerverwaltungslimit. So. Jetzt können wir hier einstellen, wie viel davon verkauft werden darf. Ihr wisst, das gleiche gilt wie bei den Dings hier auch, dieselben Zahlen. Ich glaube, Cobblestone war 10. Gucken wir mal. Huch, so viele wollen wir noch. Ach, 100 war das. Minus 1 heißt wahrscheinlich immer unendlich. Deswegen nehmen wir Geld, machen wir einzeln. So. So.
Machen wir jetzt mal. Das könnte ich einfacher haben, wenn ich ein anderes Dings hier noch drin hätte. Ah, da ist er ja. Den habe ich gesucht. Na egal. So. Machen wir erstmal einfach 15. So, jetzt haben wir 15 eingestellt. Das heißt, davon können nur 15 Stück eingekauft werden. In welcher Zeit müssen wir jetzt einstellen? Indem wir die Shift-Taste drücken. Und einfach jetzt auch nochmal dasselbe Ding nehmen oder ein anderes Ding. Und jetzt so draufklicken. Ihr seht es leider jetzt nicht richtig, weil es dahinter versteckt ist. Aber wartet mal, machen wir es mal raus. So, also, das ist Sekundeneinstellung. Deswegen nehmen wir mal den Cobblestone. Mal gucken, was dann eingestellt wird. Nochmal hier drauf. Dann, nee, Preis, doch, nee. Ah, hier globales und dann auch Spielerverwaltungslimit. Dann nehmen wir jetzt mal den Cobblestone. Shift-Taste drücken, so. Jetzt gucken wir, was da hat. Eine Stunde. Also der Cobblestone ist eine Stunde. Das andere müsst ihr halt selber heraus verfinden. So, wir gehen jetzt wieder in den Kaufstand eigentlich, wollte ich. Und da gehen wir auch Verwaltungslimit. Dann gehen wir auf den Spieler. So, nehmen Cobblestone und machen daraus jetzt eine Stunde. So, jetzt habe ich eingestellt, dass man innerhalb einer Stunde und einer Sekunde nur höchstens... Muss ich jetzt selber gucken. Ja. Irgendwo stand es eben. Eben konnten wir es so schön sehen. Ich mache es jetzt mal aus, deaktivieren, mal gucken, ob ich es so sehe. Nee. Tja, immer das gleiche mit dem Plugin. So, eben konnte man so schön drüber gehen und konnten gucken, wie das eingestellt ist. Aber hier funktioniert es jetzt nicht. So, vielleicht jetzt so. Nee. Okay, kann man halt nicht sehen. Kann ich nichts machen. Oder er hat es nicht genommen. Kann auch sein. So, dann nehmen wir jetzt mal nochmal Yellow für Limit ist doch eingestellt auf 15, hat er doch genommen. Und das andere ist auch eingestellt. Gut, jetzt können wir noch global einstellen, wenn wir wollen. Ich würde es nicht empfehlen. Global wäre dann insgesamt, wie viel er davon verkaufen kann. Und das auch an alle Spieler. Also das eine ist jetzt einzeln und wenn ihr es für den ganzen Server einstellen wollt, also sagen wir mal, jetzt nehmen wir mal Stone. Ja. So, globales Limit ist jetzt auf 0. Hat ja so richtig gut geklappt. Globales. So, nochmal. Was ist jetzt genommen? Die 1. Stone ist 1. Ich dachte, es wäre 1000. Ja, globales Limit 1 ist wahrscheinlich nicht das Schlauste. Also gehen wir wieder. Globales. Und machen Cobblestone. Ein bisschen mehr. So, mal gucken, was er. Cobblestone ist 100, aber Stone ist 1. Auch gut. So, jetzt haben wir globales Level 1000 gemacht. Jetzt können wir das nochmal. Jetzt machen wir noch mit der Shift-Taste. Das ist dann der globale für die Zeit. So, ich habe jetzt Stone. Cobblestone wäre besser gewesen. So, wie ihr seht, verändert Invalid Keyword, das heißt, da ist wieder irgendein Fehler im Script. Trotzdem hat er es jetzt genommen in Sekunden, also innerhalb 3 Sekunden dürfen global nur 1000, das ist unrealistisch. Aber ich lasse jetzt mal so als Einstellung. Ich würde diese globalen nur im Notfall einstellen, wenn es unbedingt sein muss, wenn es unbedingt eine Begrenzung geben muss. Zum Beispiel, wenn ihr einen Händler für Diamanten habt, dann kann man natürlich einstellen, dass man nur innerhalb 24 Stunden 10 Diamanten verkaufen, der nur, weil Diamanten halt selten sind, findet der Händler natürlich nicht so viele, da könnte man jetzt einstellen, er hat nur 10 Stück für 24 Stunden und wenn er die weg sind, kann keiner mehr Diamanten kaufen, dann muss er bis zum nächsten Tag warten. Ja, das waren eigentlich alle Einstellungen, die man hier machen muss. Ich denke, damit kommt ihr jetzt erstmal zurecht. Solltet ihr noch Fragen haben, sagt Bescheid, viele Einstellungen funktionieren leider noch nicht. Es wird bald auch die Version 3.0 geben, die gibt es zum Runterladen. Ich habe sie auch ausprobiert, allerdings stimmen die Befehle nicht überein und es hat nicht geklappt. Und deswegen habe ich mich entschieden, euch nochmal die 2.4.4 zu zeigen. Das ist eigentlich die Version für 1.5.1, funktioniert allerdings auch bei mir jetzt mit 1.5.2. So, ja, dann wie immer gehen wir eigentlich hier hinten hin. Die Schilder wurden schon weggemacht, so wie es aussieht. Ja, kein Problem. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel, ja, viel Erfolg beim Installieren vom Trader. Wichtig ist,
beachtet jede einzelne Anleitung. Ansonsten kann es passieren, dass es nicht funktioniert. Ich wünsche euch was. Viel Spaß auch auf YouTube weiterhin und vergesst nicht, wenn das euch das Video gefallen hat, beziehungsweise es funktioniert hat, ja genau, tschüss. Wenn es funktioniert hat, Daumen hoch und wie gesagt, Fragen könnt ihr in den Kommentar schreiben und wenn ihr immer aktuell informiert werden wollt, was als nächstes kommt, einfach auf Twitter abonnieren, wie nennt man das, Twitter folgen, keine Ahnung, oder auf Facebook, Twitter empfiehlt sich am besten. Und Facebook gucke ich auch neuerdings, geht's wieder bei mir, Gott sei Dank, gucke ich auch noch rein. Ansonsten auch, ja, steht alles in der Beschreibung. So, macht's gut, bis dahin, wünscht euch tschüss, euer Filicado. Bye, bye.